Als vor 4,4 Millionen Jahren der Mensch auf der Welt auftauchte, war diese noch frisch und unberührt. Doch mittlerweile wirkt unser guter alter Planet ein wenig grau und abgenutzt. Brechen Sie auf in eine Welt voller Möglichkeiten. Leben in Luna City. Infos. Nein, Melanie, das ist doch ein Unsinn. Was ist Unsinn? Dass du auf den Mond ziehen willst. Der absolute Schmarrn. Ich will ja auch gar nicht auf den blöden Mond. Ich will, dass du endlich kommst, Papa. Du wirst jetzt erst einmal deinen Jens heiraten und der Rest ergibt sich dann. Danke für die tollen Tipps. Wann geht denn jetzt dein Flieger? Du wolltest doch schon längst hier sein. Aua, das Kleid ist viel zu klein. Kommst du bitte mal? Ja, gleich. Wann kommst du denn jetzt genau? Spatzel, das weißt doch. Morgen früh werden wir hier abgeholt und 2 Tage später bin ich danach. Ich vermisse dich, Papa. Ja, ich dich auch. Bussi. Ja, Bussi. Gibt's ein Problem? Kann man wohl sagen. Es kam vor 2 Minuten rein. Guten Morgen, meine Herren. Hier spricht Kommandant Müller, Ihr neuer Missionsleiter. Da wir uns auf persönlichen Wunsch des Präsidenten in Zukunft mit allen Kräften auf das Mondbesiedlungsprogramm konzentrieren werden, muss ich Ihr bereits genehmigtes Urlaubsgesuch auf der Erde leider rückwirkend ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin an Händen. Dass meine Tochter in 3 Tagen heiratet, das ist euch vielleicht egal, aber mir nicht. Computer? Guten Morgen, Dave. Ha, kleiner Scherz. Hyperdrive-Koordinaten 32-449,2 Plural ZZ3. Aber das ist doch in Oberbayern. Genau. Hauptsequenz einleiten. Wie denn? Wer hat eigentlich die meisten Steuerdaten gelöscht und stattdessen Computerspiele installiert? Klappe. Hauptsequenz einleiten. Start in 10 Sekunden. Aber auf deine Verantwortung. Und ich will nichts hören, wenn's schief geht. Wenn was schief geht? Unser kleiner Abstecher nach Oberbayern. Nein! Kommen wir nun zu unserem Neuzugang, der uns vor 2 Tagen sozusagen zugeflogen ist, da unser Chefbiologe herausgefunden hat, dass es sich bei diesen beiden sonderbaren Bioformen um ein Männchen und ein Weibchen handelt, haben wir dem Weibchen ein Fruchtbarkeitshütchen gegeben, so dass wir schon bald mit Nachwuchs rechnen. Doch auch im Gehege nebenan befindet sich ein Wesen, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Hast du gesehen, Franz? Hast du gesehen? Seit Jahrzehnten horchen wir jetzt in den Weltraum, ob da draußen jemand ist außer uns. Und jetzt? Oh Mann, den so laut. Mensch, Franz, wir haben Kontakt! Sanfte Grüße, Chef. Na, haben unsere Lieblinge schon begonnen, sich zu bestäuben oder Eier zu legen oder wie sie es auch immer machen? Aber Sie haben doch gestern ja gesagt... Ja, ich weiß, was ich gestern gesagt habe. Aber was soll ich denn tun, wenn diese 2 Amöben plötzlich vom Himmel fallen und der Chef mich seitdem wegen Nachwuchs nervt? Wir brauchen eine Attraktion, mein Lieber, eine Attraktion. Oh, Fütterung. Wer hat denn das veranlasst, Sie? Ja, Zonno-Kraftfutter, wie immer halt. Ohne Voruntersuchung des Verdauungsapparats? Gratuliere. Na, wenn Sie jetzt gleich grün anlaufen und umkippen, waren es zumindest keine Säuger. Vanille. Na, Mutti scheint zu schmecken. Wohingegen das Männchen etwas unausgeglichen wirkt. Komm schon, ist lecker. Na, na, immer locker bleiben, Sportsfreund. Hey, was soll das? Hoffentlich verletzt es sich nicht, unser Männchen. Hoffentlich verletzt es uns nicht. Stellen Sie sich mal ruhig, bevor ihr noch was kaputt macht. Aber vorsichtig! Um der Natur etwas nachzuhelfen, bereiten wir lieber den Kokon vor. Dahin hat sogar der widerspenstige Flachflügel aus Tag 9 seine Eier gelegt. Computer, Hyperdrive programmieren auf Koordinaten 32-44,9 Plural ZZ3 in Oberbayern. Genau. Es geht nach Hause. Und unser Kommandant bleibt vermutlich hier. Dem gefällt's mir hier so gut. Wollen wir jetzt oder nicht? Alle Systeme standby. Hier rauslassen!
zu meinem Kollegen. Wichtig, verstehen? Da bist du also. Was haben sie denn mit dir gemacht? Wo kommt denn der jetzt her? Vielleicht muss ja das Männchen das... Was ist denn so aufregend? Computer, Prozedur für den Hyperdrive aktivieren, aber dass mir diesmal nicht wieder so ein Schnitzer passiert. Jetzt also doch, oder was? Jetzt müssen wir wohl. Müssen was? Wir Affen Zucker geben. Fragt sie nur, wer hier die Affen sind. Darf ich bitte? Sehen Sie, wie sonderbar die Wege der Natur oft sind. Computer, wie lange dauert es noch? Gut Ding will Weile haben. Aber wie ich sehe, amüsiert ihr euch ja ganz gut. Schnauze! Lieber Charlie, da gibt's ja mal richtig lang. Okay, wir sind startklar. Fehlt nur noch ihr Jungs. Scheiße, die kleinen Bastarde hauen ab. Hinterher! Siebener. Gibt's Neuigkeiten von der Explorer? Bedauere. Es ist, als wäre sie einfach schwupp in den Weltraum verschwunden. Natürlich. Eine ganze Raumstation verschwindet einfach schwupp in den Weltraum. Sehr witzig, mein Lieber. Witziger Auftritt, Dachsenberger. Nicht nur, dass Sie eine ganze Behörde 3 Tage lang auf Trab gehalten haben, nein, Sie versauen mir auch noch meinen einzigen freien Tag.